Es war die wichtigste Rede in ihrer ganzen steilen politischen Karriere. Vizepräsidentin Kamala Harris, die neue Spitzenkandidatin der Demokraten, hat bei ihrer Nominierungsrede die Kandidatur der Partei offiziell angenommen und sich verbreitert über ihre Pläne für eine mögliche Präsidentschaft und auch gespickt natürlich mit sehr brutalen Angriffen gegen ihren Republikaner-Rivalen Donald Trump. Zuerst jedoch erzählte Kamala Harris über ihre Jugend und über ihre Eltern eine interessante Geschichte. Natürlich ihre Mutter, die eingewandert ist als 19-Jährige aus Indien in die Vereinigten Staaten, eine Wissenschaftlerin, die dort einen Ökonomisten während des Studiums kennenlernte aus Jamaika. Die beiden haben sich verliebt, zwei Kinder sind entstanden, Kamala Harris natürlich und ihre Schwester. Das Paar hat sich später getrennt und Kamala und ihre Schwester wuchsen auf mit einer alleinerziehenden Mutter in sehr bescheidenen Verhältnissen. Damals, so sagte sie bei ihrer Rede, hat sie auch gelernt, für Gerechtigkeit sorgen zu wollen, zu kämpfen. Ihre Mutter hätte ihr das eingetrichtert. Das wäre der Grundstein gewesen für ihre Karriere als Anwältin. Zuerst nach ihrem Jus-Studium wurde sie später Staatsanwältin, dann später sogar die Staatsanwältin von ganz Kalifornien. Der Grundstein zum Beginn ihrer politischen Karriere, die sie in den Senat führte und dann an der Seite von Joe Biden ins Weiße Haus als Vizepräsidentin. Jetzt greift sie selbst an die Macht. Das Ganze wurde möglich, weil Joe Biden natürlich das Handtuch geworfen hat als Kandidat. In ihrer Rede hat sie mit nicht sehr vielen Details beschrieben, was sie vorhat im Oval Office. Sie würde sich besonders für die Mittelklasse einsetzen. Das wäre ihr ein Herzensanliegen, weil sie eben in der Mittelklasse aufgewachsen ist. Sie wiederholte auch und betonte auch, dass sie die Außenpolitik des Präsidenten Joe Biden mehr oder weniger fortsetzen würde. Sie sagte, sie werde an der Seite der Ukraine stehen und Russland die Stirn bieten. Allerdings im Israel, im Nahen Osten, hat sie sehr auch die Rolle der Palästinenser im Gazakrieg hervorgekehrt. Sie sagte, Israel habe das Recht, sich zu verteidigen und ein Recht auf Sicherheit. Aber sie sagte auch, dass man den Palästinensern hier Sicherheit und Würde zukommen lassen sollte. Das hat für heftigen Applaus geführt. Natürlich sehr viele in der Demokratischen Partei unterstützen die Protestbewegung gegen den israelischen Krieg, der ausgelöst wurde, natürlich durch den Hamas-Terroranschlag des 7. Oktober. Und hier gibt es Sympathien in der Partei auch für die Unterstützer der Palästinenser. Das hat man auch hier gesehen. Ganz hart waren die Angriffe gegen Donald Trump. Das Ganze ging ja eigentlich schon die ersten 3-4 Tage nonstop mit zahlreichen Rednern und Kamala Harris hat hier praktisch das Ausrufezeichen gesetzt. Sie sagte, Donald Trump sei ein kleiner Mann, der eigentlich nur immer an sich selbst denken würde, den Diktatoren leicht um den Finger wickeln könnten, weil er eben so eitel sei. Alles auch teilweise sehr persönliche Angriffe. Sie warnte davor, was Donald Trump alles vorhaben würde, sollte er wiedergewählt werden. Eine dramatische Warnung. Sie sagte, er würde hier praktisch eine Diktatur errichten. Er würde Migranten des Landes verweisen, alles sehr eindringliche Warnungen, wirklich harte Bandagen gegen Donald Trump. Das wurde bei dieser Convention oft auch besprochen, ob dieses konstante Trump-Bashing eigentlich letztendlich zum Ziel führen wird. Es gibt hier geteilte Meinungen. Klar ist jedenfalls, dass Kamala Harris hier ihre Basis, die Demokraten, mobilisieren möchte. Sie möchte dafür sorgen, dass so viele Demokraten wie möglich zur Wahl gehen und das geht natürlich am einfachsten mit Angriffen gegen Donald Trump, der natürlich bei den Demokraten alles andere als beliebt ist. Eine fulminante Rede von Kamala Harris, fehlerfrei, wie auch der gesamte Parteitag, der sehr gut choreografiert war und mit Kamala Harris' Rede wurde hier ein dramatisches Finale gezeigt und auch eine Art und Weise demonstriert, wie Kamala Harris auch als Präsidentin auftreten könnte. Bisher hat sie keine Patzer gemacht, nicht bei ihrer Rede und auch nicht bei der Organisation dieses Parteitages. Aber klar ist auch, dass sie nicht sehr viele politische Details liefert, wie sie ihre Ziele durchsetzen möchte. Das klingt alles nach sehr vagen Konturen. Und natürlich, sie hat bisher auch die Presse weitgehend vermieden, weder Interviews gegeben noch Pressekonferenzen abgehalten. Klar ist jedenfalls, dass sie mit Schwung jetzt in den Wahlkampf, in die Zielgerade des Wahlkampfes einbiegt.